Bei den Linken in Sachsen-Anhalt gibt es scharfe Kritik an einem Wahlkampfauftritt von Sarah. Die Landtagsfraktion hat die parteiintern umstrittene Ex-Bundestagsfraktionsvorsitzende zum digitalen Neujahrsempfang in der kommenden Woche eingeladen. Dort spricht sie unter anderem mit der linken Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Eva von Angern. Zum Thema solidarisch aus der Krise. In mehreren internen Gesprächen der Partei gab es nach Spiegelinformationen Kritik an der Planung der Fraktion. Ich hätte es besser gefunden, wenn man sie nicht eingeladen hätte. Sie polarisiert und bringt immer wieder Streit in die Partei, sagt Rebecca Brock-Johann, Mitglied im Landesvorstand, die mit ihren flüchtlingsfeindlichen Aussagen und ihren Linken nach rechts hat sich Wagenknecht bei vielen von uns und auch bei mir sehr unbeliebt gemacht, so es hätte viele andere gegeben, die man hätte einladen können. Etwa die scheidende Parteivorsitzende Katja Kipping oder die designierten Vorsitzenden Susanne Hennig-Welso und Janine. Warum muss es ausgerechnet Sarah Wagenknecht sein? Das sei kein gutes Zeichen, auch innerhalb der Partei. Mehr zum Thema Linke in Nordrhein-Westfalen. Wut auf Wagenknecht von Timo Lehmann und Mark Röhlich. Kampfansage vor linken Parteitag, so ringen die Bartsch-Genossen um ein bisschen Macht von Kevin Hagen-Eicken. Spiegel Plus Eicken, Spiegel Plus designierte Parteichefin Wissler, kann sie die Linke retten? Von Matthias Bartsch, Kevin Hagen und Jonas Scheible. Auch linken Landtagsabgeordnete Henriette Quade findet die Einladung Wagenknechts. Sarah Wagenknecht nutzt seit geraumer Zeit ihre Prominenz ausschließlich für ihre eigene Art. Das kann sie ja tun, hat aber nichts mit der Agenda einer Linken zu tun. Der digitale Besuch Wagenknechts sei das falsche Signal in die Partei. Vor allem aber überdies stehe der Landesverband Sachsen-Anhalt gerade nicht für den Kurs von Wagenknecht. Sarah Wagenknecht ist die umstrittenste Person in unserer Partei und verbrät viele der Mitglieder, sagt Ruth Fieber, Vizechefin des Kreis. Wagenknecht ignoriere Parteibeschlüsse und trage ihre Kritikpunkte an der eigenen Partei fast ausschließlich in den Medien. Sie wirft uns immer wieder vor, die eigenen Leute nicht zu verstehen. Das spaltet uns. Sarah Wagenknecht schadet unserer Partei sehr, so Fieber. Sie ist dagegen, die Veranstaltung Eicken, Spiegel. Erst kürzlich hatten sich in Wagenknechts eigenem Landesverband Nordrhein-Westfalen mehrere Kreisverbände gegen ihre Pläne gerichtet, dort als Spitzenkandidatin zu kandidieren. So entzog etwa der Kreisverband Köln Wagenknecht die Unterstützung. Ende kommender Woche findet der digitale Parteitag der Bundeslinken statt, auf dem Hennig-Welso und Wissler zum neuen Vorsitzenden-Duo gewählt werden. Der seit Jahren andauernde Streit zwischen Wagenknecht und der bisherigen Parteivorsitzenden Kipping sollte damit eigentlich beigehen.